dass eine Reise in die Freiheit, in die Souveränität oder in ihre Macht ausschließlich eine Reise in ihr Inneres ist. Und sie werden die Punkte im Leben finden, an denen sie selber schmerzlich feststellen können, wo haben sie dann gerade ihre Souveränität abgegeben. Und der wichtigste Punkt der Souveränitätsabgabe in einer sogenannten Demokratie ist eine Wahl. Und wenn ich die Sache noch unter handelsrechtlicher Brille sehe und sage, wie sieht denn so die AGB von Wahlen aus? Das, worauf wir uns verständigt haben, Wahlgesetze. Und da muss ich kein Recht studiert haben. Das kann jeder Mensch sofort nachvollziehen. Die AGB der Wahl heißt, also die wichtigste Verabredung, auf die wir uns alle geeinigt haben. Wir werfen da irgendwo einen Zettel ein, in eine Wahlurne, die ja nach Lexikon das Aufbewahrungsgefäß der Asche Verstorbener ist. Ruhe sanft. Und wir gehen ja auch die Stimmabgabe, die ist ja dann weg. Aber was machen wir letzten Endes mit dem Vorgang? Die Verabredung war, derjenige, der gewinnt, hat das Sagen für alle. Dem habe ich damit zugestimmt. Und wenn die meisten Leute sagen, hier Ukraine und so, die merken, oh Gott, ich habe die nicht gewählt, dann sage ich doch. Denn Wahlumfragen haben ja eventuell ergeben, dass die der Sieger sein könnte. Aber mit deiner Teilnahme an der Wahl hast du ja zugestimmt, dass derjenige, der gewinnt, machen kann, was er will. Machen kann, für 4 Jahre machen kann, was er will. Und jetzt kommt es mal ganz gut. Es macht Spaß, mal Gesetze vorzulesen. Ich habe mal gemacht, ich muss mal eine Kabarettveranstaltung machen, wo wir trockene Rechtstexte lesen. Ich lese dir mal einen Rechtstext, nur ganz kurz. Ne? Und zwar Paragraph 129, Bildung krimineller Vereinigung. Wer eine Vereinigung gründet, deren Zweck oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie um Mitglieder und Unterstützer wirbt, oder sie unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Toll. Okay. So weit, so gut. Nächster Satz steht, Absatz 1, also dieser, ist nicht anzuwenden, wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat. Nächstes, Parteiengesetz 37, Nichtanwendung einer Vorschrift des bürgerlichen Gesetzbuches. Da steht drin, § 54 Absatz 2 des bürgerlichen Gesetzbuches wird bei Parteien nicht angewandt. Gucken wir mal nach, was ist das? § 54, nicht rechtsfähige Vereine. Ach, so was ist eine Partei. Nicht rechtsfähig, haften die auch nicht. Ja? Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. Das ist der Satz 1, jetzt kommt der Satz 2. Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich, handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner. Toll. Ach, der war ja für Parteien ausgeschlossen. Die geben sich einen Haftungsschuss, Freischuss für das, was sie tun und können strafrechtlich nicht mal dafür belangt werden. Das steht im Gesetz drin. Und die Typen, die wählen wir. Super, super Idee. Und deswegen haben sie handelsrechtlich ihre Souveränität aufgegeben, wenn sie zu einer Wahl gehen. Und dafür ist der Luke da und dafür ist der Gysi da. Die sind an den beiden Rändern. Wissen, was deren Aufgabe ist? Die dürfen dann auch die Wahrheit sagen oder sind doch Sachen drin. Aber beide zusammenbringen, mehr als 20%. 20% der Leute also haben sich wieder entschlossen hinzugehen. Oh, nehmen wir das kleinere Übel. Wen sie hier wählen? Sie haben nicht die echte Wahl zwischen Freiheit und Sklaverei. Sie können nur die unterschiedlichen Aufseher wählen. Das ist alles, was es gibt. Ein herrliches Schlusswort, lieber Andreas. Ganz herzliches Dankeschön. Ein schöner Buch.